So, und vielleicht ist das jetzt die vorerst letzte Runde, weil ich eh nicht so gut weiterkomme. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Und wenn ihr sagt, spiel bitte weiter, dann spiele ich auch vielleicht weiter. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal mit 3 Runden. Man hat einen Eindruck von dem Spiel bekommen. Spielt das ruhig. Es ist gar nicht mal so leicht. Ja. Also ich muss hier versuchen, irgendwie ganz langsam, glaube ich. Am besten hier direkt runterfallen, damit ja keine Ente... Ah. Das heißt, sobald wir eine Ente nehmen, ja, so, ach, endlich geschafft. Das ist wirklich nicht so leicht. Ja, ach so, jetzt geht's hier wieder nach Zeit, ne? Das hatte ich schon beim ersten Mal nicht so gut geschafft, aber beziehungsweise nach Tiefe. Ja, wenn wir jetzt hier anfangen, dann geht's los. Na gut. Okay, probieren wir mal, wie weit wir schon kommen. Ah! Na toll. Ja, da unten ist also etwas, wo man gar nicht hinkommen sollte. Und hier muss man an den vorbei sich manövrieren. Ein bisschen Gas hochschicken. Ja, das schaffen wir ja doch dann da. Hoffentlich. Nein, wir haben zu wenig. Wir hätten da noch irgendwie was reinbringen müssen. Was? Ja, es ist auch nicht so leicht. Das Level ist auch nicht so leicht. Generell sind die Level gar nicht mehr so leicht. Richtig schwer sind die Level. Ja, das Spiel, das ist nicht so leicht. Habe ich das schon mal gesagt? Also, wir brauchen jetzt hier ein bisschen auch noch da rein. So. Scheiße. Scheiße. Wie kommt man denn da vorbei, hä?
Ja, ich glaube, in dieser Folge beschäftigen wir uns nur mit diesem Level hier. Na. Die sind echt schwer, die Level. Habe ich das schon mal gesagt? Bestimmt nicht, ne? Also, jetzt, das hier war ja noch einfach. So, gleich müssen wir... Gehen wir hier vorbei. Gleich müssen wir mit dem Wasser die eine Ente holen. Aber auch noch hier Wasser da reinleiten. Dann müssen wir jetzt hier den Rauch wegkriegen. Ah! Ah! Ach so! Der Rauch muss zuerst weg. Der Rauch muss zuerst weg und dann... Ach so, okay. Verstanden. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich dieses Level hier schaffe. Wollt ihr das sehen? Also gefällt euch sowas hier, wie ich es leider nicht so ganz immer auf die Reihe bekomme und da ziemlich viele Versuche brauche, findet ihr das toll? Schreibt das unten in die Kommentare und dann spiele ich mit dem Spiel weiter. Aber erstmal werde ich, glaube ich, mit dem Spiel hier pausieren und nicht weitere aufnehmen. Es sei denn, ihr sagt, bitte macht das weiter. Dann werde ich das weiterspielen, das Spiel. Aber ansonsten werde ich das nicht weiterspielen. So. Ah, die eine Ente kriegen wir da nicht. Aber ich glaube, das ist uns jetzt erstmal egal. Hauptsache unten ankommen. Hauptsache unten ankommen. Und wir müssen ja nur mit einem... Oh, nein! Und wir müssen ja nur mit einem Tropfen da unten ankommen. So. Ein schweres Level. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Und ja. Also, der braucht jetzt lila Wasser zu Charlie. Ach so. Ach, Charlie ist so ein Böser und der braucht lila Wasser. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt hier... wir haben ziemlich wenig... Ach, warte mal, wenn wir... Also Charlie mag lila Wasser. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht dann. Also mir macht das schon, mir macht das Spiel schon Spaß. Aber, also es ist eher ausgefallen, das Spiel, aber ihr seht ja, dass ich da nicht gerade der Beste bin, ne? Achso, vielleicht hätten wir doch noch anzeigen lassen sollen. Ah. Hm. Das heißt, die Schranke kriegen wir da weg. Die Schranke kriegen wir weg, indem wir das nochmal auf den Kopf spielen. So.
Ja, wie kriegen wir denn die Ente da? Also kriegen wir die Ente. Wir haben eine Ente nicht vergessen. Wir haben eine Ente vergessen. Naja. Sollen wir nochmal probieren? Ich glaube, wir probieren das nochmal. Wir wollen ja alle Enten. Wir wollen ja alle Enten, wenn wir... Ah, das war wohl nicht so gut. Wie kriegen wir denn die eine Ente dann da? Also. So kriegen wir die eine Ente. Naja, ich glaube, die andere Ente zu kriegen ist auch gar nicht mal so leicht, ne? Alle drei Enten zu kriegen ist gar nicht mal so leicht. Alle Enten zu kriegen ist wirklich nicht sehr leicht. Habe ich ja schon mal gesagt? Ich glaube nicht, ne? Naja. Wir müssen damit voll Schwung da rein, ne? Ach, wäre vielleicht noch gegangen. Ach nee. Ich glaube, das wird das letzte Level hier. Wir müssen wirklich mit voll Karacho dann da rein. Und dann jetzt hier. Ja, eigentlich haben wir noch ein paar Minuten, zwei oder so. Aber wir haben jetzt hier den Durchbruch geschafft. Ihr seht's. Wir können jetzt hier zur Seifenfabrik kommen. Wollt ihr das sehen? Wollt ihr sehen, wie ich weiter bei der Seifenfabrik mache? Das würde mich ja schon interessieren, was in der Seifenfabrik ist. Vielleicht mache ich doch noch weiter, aber nicht heute, weil heute war ich ja so schlecht. Und dann gucken wir mal nächstes Mal, wie es mit der Seifenfabrik aussieht. Wobei, als kleines Bonus machen wir noch hier das hier. Das Zeitrennen, damit ich noch in Übung bin. Dann wird die Folge ein bisschen länger. Aber ich möchte doch jetzt noch das Zeitrennen schaffen, damit wir wirklich alle Enten mitnehmen. Weil jetzt weiß ich ja noch so ungefähr, wie es geht. Ich hoffe. Und ich möchte doch unbedingt alle Enten haben. Alle Enten haben, doch. Ich will Enten, ich will alles, ich will immer sofort. Wo war denn jetzt hier nochmal? So.
So. Aber eine Ente war noch irgendwo, ne? Eine Ente war noch irgendwo, die wir nicht... Ach. Die wir nicht kriegen können, oder? Kriegen wir die doch? Ah. Leider wahrscheinlich nicht. Naja. Okay, aber wenn wir gut durchkommen... wenn wir gut durchkommen, kriegen wir vielleicht alle Enten. Naja. Also, wir machen die Folge ein bisschen länger. Wir wollen ja alle Enten haben. Alle Enten. Ich will immer ja alle Enten haben. Übrigens, über Enten habe ich auch richtige Enten mal gefilmt. Wenn dich das interessiert, findest du hier vielleicht irgendwo ein Video, wenn ich das verlinke. Wenn ich dran denke, wenn die Folge kommt und so. Und ansonsten schreib in den Kommentare, ich will das Entenvideo sehen und dann bin ich's hier ein. Ja. Ah, ja, es muss ja nur ein bisschen sein, ne? So. So, wie kriegen wir denn die Ente da? Wie kriegen wir denn die Ente da hinten, ha? Wie können wir die Ente kriegen? Wir hätten hier das abschlaufen lassen müssen. Ich weiß nicht, haben wir es beim ersten Mal? Aber wie wir die eine Ente da hinten in der Ecke kriegen, das weiß ich nicht. Das weiß ich echt nicht. Oh, ich habe da keine Ahnung, wie man die Ente kriegen könnte. Wisst ihr das? Habt ihr schon in diesem Level mal alle Enten bekommen? Das ist echt eine Herausforderung. Das ist nämlich gar nicht mal so leicht. Also ich wüsste nicht, wie man das schaffen könnte. Jetzt habe ich sogar nicht mal da oben das geschafft, ne? Aber wir haben ja hier noch ein bisschen Wasser, ne? Ich glaube, das wird doch nichts mehr. Das müssen wir echt nächste Mal wieder üben. Beziehungsweise nächste Mal... Ich glaube, ich breche jetzt ab. Ich breche jetzt ab. Ich habe keine Lust mehr. Naja. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr noch weitere Videos sehen wollt. Ich werde vielleicht noch in die Seifenfabrik gehen, weil das interessiert mich doch, was da zu finden ist. Und dann werde ich noch die Seifenfabrik machen, wenn ich da hinkomme. Und jetzt wünsche ich euch Gottes Segen. Und mal gucken, ob hier noch ein anderes Spiel kommt, was ich weiterspiele oder nicht. Naja.